Meine Lieben, willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Ein kleines Indie-Spiel namens Kisima Inichuna. Es hat auch einen englischen Titel, der da heißt Never Alone. Und ich fand das Spiel deswegen so interessant, weil es zusammen mit den Ureinwohnern Alaskas entstanden ist, die durch dieses Spiel ein bisschen ihre Kultur uns näher bringen möchten. Und wir erleben die Reise von Luna, einem kleinen Mädchen und ihrem Freund, einem Polarfuchs. Ja, und da schauen wir jetzt doch einfach mal rein. Ich habe vorhin schon mal reingespielt, um mich ein bisschen mit der Steuerung warm zu machen. Wir spielen nämlich nur über die Tastatur. Das ist ein bisschen ungewohnt im ersten Moment. Ja, und es geht um die Inupiat. Die sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Wir können Kultureinblicke im Spiel freischalten. Das werden wir uns im Nachgang vielleicht mal näher anschauen, weil währenddessen habe ich schon festgestellt, bringt es das Spiel immer so ein bisschen raus. Wir gehen jetzt auf Space und lernen jetzt erstmal unsere Geschichte kennen. Ja, das nenne ich mal einen richtig fetten Schneesturm, also da sieht man gar nichts mehr. Ja, und hier haben wir unsere kleine Nuna. Und das klingt nach Eisbär. So, wir rennen mit dem. Und springen mit der Leertaste. Hier haben wir den kleinen Polarfuchs. Das Spiel hat einen Koop-Modus. Wenn man mit Controller spielt, könnte man jetzt tatsächlich den zweiten Controller, ja, den Fuchs spielen lassen. Aber es geht natürlich auch im Singleplayer-Modus. Das werden wir jetzt mal machen. Nur weg von dem Eisbären. Ja, das ist jetzt zwar auch scheiße für den Bären, aber besser für den kleinen Fuchs und unsere Nuna.
So, mit einem großen Sprung retten wir uns vor dem Eisbären. Hi! Oh, ist der süß. Na komm. Ja, das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Oh, ist das süß. So, wir steuern jetzt wieder Nuna. Ich glaube, mit Q können wir dann tatsächlich auf den Fuchs umschalten. Kommst du automatisch nach? Ja. Oh, eine Schneeeule. Wahrscheinlich ein Speicherpunkt. Das ist ein süßer Speicherpunkt. So. Nuna kommt jetzt hier nicht drauf. Wir schalten. Oh. Nein, stopp. Ja. Mit Q auf den Fuchs. Der so glatte. Oh. Hallo? Der so glatte Wände einigermaßen hochkommt. So, und dann können wir mit Shift das Seil herunterlassen, auf die liebe Nuna umschalten und jetzt hier hochklettern. Also die zwei helfen sich im Spiel auch gegenseitig und haben unterschiedliche Fähigkeiten. Okay. Man soll hier nicht in den Wind springen. Schlecht. Okay. So, kommen wir wieder hoch, ja. Der Fuchs kommt auch hoch. So, wir sollten uns vielleicht gegen den Wind stemmen. Ah. Okay. Das funktioniert ja hervorragend. Ja, so besser. Hallo, Eule. Hallo. Aha. Das ist ja süß. Komm wieder rüber, ja. Hoppala. Oh nein. Ja, nein, das wollen wir nicht. Das war ein Versehen. Es tut mir sehr leid. Ah, oh, das ist aber ganz schön frickelig. Nein. Oh, nicht wieder runterrutschen. So, wir brauchen wieder den Fuchs und wir müssen.
Noch? Space und A. Okay. Ah, okay. So, jetzt kommt der Geist zu uns runter. Wir können auf Luna umschalten und hier hochspringen. Wo bringt uns der Geist jetzt hin? Oder so können wir da jetzt springen? Ah, okay. Ah, da geht's aber. Okay, also der Fuchs kommt da durch. Der Fuchs kommt da durch und wenn wir jetzt. Hallo Geist. Und schon wären wir am nächsten Speicherpunkt. Ja, und damit würde ich für diese Folge schon wieder Tschüss sagen. Mit Never Alone. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Eindruck bekommen. Ich finde es ganz zauberhaft gemacht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge mit Never Alone. Vielen Dank. Tschüss.